Hi, wenn man diese Figur um die Achse dreht, entsteht ein Rotationskörper. Falls du davon noch nie gehört hast, ja, stell dir vor, dass diese Umrandung hier sozusagen beim Drehen um die Achse eine Art Spur hinterlässt. Und das, was du dann am Ende siehst, ist dieser Rotationskörper. Um was für einen Rotationskörper handelt es sich? Wie könnte man den beschreiben? Und wie bestimmt man seine Oberfläche? Denk mal kurz drüber nach, bevor ich weitermache. Der Körper, der entsteht, ist eine Halbkugel, aus der ein Kegel herausgebohrt wurde. Ja, und die Oberfläche wird ja ganz gern mit dem Volumen verwechselt. Oberfläche ist das, was man anstreichen kann, was man anmalen kann. Das wäre also jetzt hier die halbe Kugeloberfläche und dann noch die Mantelfläche des Kegels. Also die zwei müssen wir bestimmen. Ganz kurz die Formeln dazu. Die Oberfläche der Kugel berechnet sich durch 4r² Pi und ja, die Mantelfläche des Kegels, auch dafür gibt es eine Formel und die lautet r, also Radius mal Pi mal der sogenannten Mantellinie und das ist diese hier. Okay, wenn du soweit noch nicht gekommen warst, kannst du jetzt mal anhalten und versuchen, den Rest selbst zu machen. Ansonsten mache ich jetzt weiter. Ja, wir müssen erstmal überlegen, was ist der Radius? Bei der Kugel ist es klar, Radius 4 cm. Also können wir die eigentlich gleich mal von der Oberfläche her ausrechnen. Haben wir also 4 mal ja, 4 zum Quadrat. Mal Pi. Und damit ja, 16 mal 4 ist 64. Also 64 Quadratzentimeter mal Pi. So, bei der Mantelfläche des Kegels können wir denselben Radius verwenden. Jetzt ist noch zu klären, was ist denn die Mantellinie? Die Mantellinie ergibt sich ganz einfach durch Pythagoras. Denn ich habe hier ein rechtwinkliges Dreieck. Und in diesem rechtwinkligen Dreieck kenne ich die eine Kathete. Ich kenne aber auch die andere Kathete, denn wenn dieses Stück hier 1 cm ist und wir haben ja hier einen Viertelkreis, das heißt auch dieses Stück hier ist damit bekannt, nämlich 4 cm ist ebenfalls der Radius. Und wenn ich also hier 4 habe und hier 1, dann bleiben für dieses Stück hier noch 3. Das heißt, nach Pythagoras kann ich sagen, 3 zum Quadrat, also 3 cm natürlich, plus 4 cm zum Quadrat ist gleich m zum Quadrat. Das heißt, ich muss die beiden zusammenrechnen. 9 plus 16 habe ich also 25 Quadratzentimeter ist gleich m zum Quadrat, nämlich die Wurzel auf beiden Seiten und dann weiß ich, m ist gleich 5 cm. Okay, wenn ich das da oben einsetze, dann habe ich also mein Radius, der war 4 cm mal Pi mal 5 cm. Komme ich insgesamt auf 20 Quadratzentimeter mal Pi. Ja, und das muss ich bloß noch zusammensetzen. Also ich habe ja die halbe Kugeloberfläche. Das heißt, jetzt kann ich sagen, die Oberfläche des Rotationskörpers ist gleich die Hälfte von dem. Und das ist also 32 Quadratzentimeter mal Pi plus die Oberfläche, nein, plus die Mantelfläche des Kegels, also 20 Quadratzentimeter mal Pi. Und ja, die beiden kann man zusammenfassen, also man kann Pi ausklammern und kommt auf insgesamt 52 Quadratzentimeter mal Pi. Ja, manche multiplizieren dann sozusagen eine Annäherung von Pi mit dieser Zahl, aber dann ist es eben schon wieder eine gerundete Zahl. Also so ist das Ergebnis exakt und so würde ich es auch stehen lassen.